Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zur zweiten Runde von YouTubers Live. Ich habe mir gestern nach der ersten Folge ganz aufmerksam eure Kommentare durchgelesen und bin da dann direkt mal glücklicherweise auch auf den ein oder anderen Tipp gestoßen. Zum einen, dass ich wesentlich mehr die Zeit im Auge behalten soll. Also das ist mir auch schon während des Spieles abstrakt aufgefallen, dass irgendwie alles viel zu schnell rumgeht. Aber ich habe irgendwie gar nicht gesehen, dass da eine Uhr ist und überhaupt und alles. Melina war mal wieder viel zu hektisch, um alles zu inspizieren. Deshalb machen wir das jetzt in aller Ruhe. Auch wenn wir eventuell dann wieder Ärger von der Mutter kriegen und alles Mögliche. Ich will das jetzt nochmal probieren. Eventuell auch mit den Upgrades und so, dass ich das alles mal ein bisschen besser durchschaue. Also ich nehme mir jetzt die Zeit. Und wenn wir verhungern oder verdursten oder so, dann können wir ja einfach einen neuen Charakter erstellen. Okay, was ich jetzt mal gucken wollte. Wir haben hier ein Handy. Und da ist die Uhrzeit drauf. Also es ist krank. Ihr müsst euch das mal anschauen. Das ist nicht mal... Ja gut, eine Sekunde dauert's. Eine Sekunde ist eine Stunde. Und das ist mir jetzt, wie gesagt, egal, dass ich da jetzt einen Haufen Möglichkeiten verpasse. Ich will mir das jetzt mal alles genau anschauen. Ich habe hier meine Freunde. Ja, das ist jetzt mal ein Punkt, der nicht so dem realen Leben entspricht. Jedenfalls, Mohammed hat blaue Haare und findet uns ziemlich cool. Mit dem sind wir dicke. Ach, chatten können wir auch. Okay. Ja, guckt mal an. Also können wir Kontakte pflegen hier. Und Notifications, keine Ahnung. Testdate. Wir haben am 31. Januar einen Test. Und wir haben heute den 19. Das heißt, wir haben noch 12 Tage zu lernen. Das ist in Ordnung. Und es ist einfach schon der nächste Tag. Genau, voll realistisch und so. Und ich kann hier meinen Channel aufrufen. Ranking YouTube. Juliana. Ach, guckt mal, jetzt wird aber die Zeit sogar pausiert. Wow. Also das müssen sie, finde ich, absolut noch überarbeiten, dass wenn man aufs Handy und so schaut, dass das nicht ganz so schnell rumgeht und auch generell, dass es nicht so schnell rumgeht. Das ist unmenschlich. Man kann nicht alles machen, was von einem verlangt wird in dieser kurzen Zeit. Also man geht einmal in die Uni und ein Tag ist rum. Ja. Wir haben 51 Subscriber. Das beste Video war unser zweites Half-Life und wir sind noch in keinem Network. Bei 100 Abos können wir schon dem ersten Network beitreten. Und Networks sind hier scheinbar was ganz Tolles, was ich jetzt, dazu habe ich mich schon in der letzten Folge geäußert, eher nicht ganz so richtig nachvollziehen kann. Wir können hier auch die Statistics, also die YouTube Analytics anschauen. Das mache ich auch ganz gerne bei mir. Das finde ich nämlich ziemlich interessant. Auch so die Demografie und so. Also mein Altersdurchschnitt ist nämlich absolut der, der normalerweise gar nicht so den Let's Play-Guckern zugeschrieben werden würde. Das nehme ich mal als Kompliment. Und ja, der Frauen... Satz ist hier ein bisschen höher als bei mir. Ich habe aber durchaus ein paar Mädels, die mir zuschauen, die sich dann auch immer in den Kommentaren finden. Da bin ich auch sehr dankbar. Und hier können wir die Comments anschauen. Und hier eben könnten wir die Benefits von den Networks. Also, sobald wir 100 Subscriber haben, sollten wir das nochmal machen. Und wir haben hier ein Ranking von YouTube. Sind das jetzt die größten YouTuber, die da angezeigt werden, oder Level 10? Level 1. Ja, oder? Das sind die YouTuber. Oder sind das unsere Freunde? Nee, das sind... Die haben einen Kanal. Silent Telecast, Ordinary TV, Precious Television. Okay, dann haben wir das... Dann kann man vielleicht hier noch irgendwo hinklicken. Oder auch nicht. Card Collection. Also ich kann hier Karten freischalten. Die Karten stehen halt für die Aktionen, die wir ausführen. Und
Ah, unser Level schaltet das frei. Ich weiß jetzt nicht, warum die hier noch blockiert sind. Ach so, wir sind ja erst Level 1. Warum? Ah, okay, das ist immer unterteilt. Ich habe mich gerade gewundert, dass wir hier unten bei Level 13 eine Karte frei haben, aber das ist ja Transition. Also wir haben bei allem immer relativ am Anfang was frei. Nur dieses Wave Hello, dass wir das haben, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja, Talents. First Impressions. Record your first gameplay session to give your views. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Ach so, das ist ein Talentbaum. Gecheckt. Woher man diese Punkte dann bekommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Ist aber in Ordnung. Verdienen 37 Cent pro Monat, das ist schon enorm. Kann man auf jeden Fall von leben. Und das ist nochmal das, okay. Das ist das Geld. Wir müssen uns aktuell noch nichts für das, ja, wir müssen das Apartment nicht bezahlen, weil wir wohnen ja bei Muttern. Und das heißt auf jeden Fall, dass wir durchaus noch in eine andere Wohnung ziehen können oder später dann gar so eine richtige YouTuber-Villa haben können. Ich weiß nicht, inwiefern das schon ins Gameplay eingebunden ist, implementiert ist, aber ich denke, das werden wir rausfinden, denn ich habe vor, das Spiel zu verstehen. Nach gestern, weil ich fand das Gameplay echt nicht so gut, also es war halt nicht rund, weil ich habe es halt einfach blind gespielt. Mache ich jetzt immer noch, aber halt, ich versuche ein bisschen System reinzubringen. Okay, aber ich glaube, wir haben dann alles angeguckt. Put a game in your life, das haben wir gemacht. Ah, und jetzt haben wir gerade die Erfahrung dafür gekriegt. Are your games out of date? People are not interested. Ba, 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 ba. Ja, Game haben wir gekauft. Dann back to school. Das ist ja unsere Task, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Study. Mit unserer Mutter wollen wir halt ungefähr überhaupt gar nichts zu tun haben. Wir scheinen uns also noch in der Pubertät zu befinden. Task complete. Okay, direkt mal die XP abschrauben. If you don't start studying, someday I'm going to ground you. Don't come crying when I do. Ich war doch in der Schule, bist du bescheuert? Alter, das ist echt. Das Spiel ist realistischer, als ich dachte. Watch me play. Making gameplay videos really easy. Upload a gameplay video. Dann machen wir das jetzt mal. Also wir machen das jetzt mal genauso wie da, bis wir ein paar XP haben. Und da dieses Spiel einen Stern mehr hat, machen wir noch ein gameplay video von dem. Und ich checke nach wie vor nicht, wie das mit den Upgrades funktioniert. Ich check auch nicht Mono. Mono heißt ja eigentlich 1 und B heißt halt mehreres. Ich verstehe halt nicht, warum dann hier. Ich mache jetzt einfach mal B-Directional. Vielleicht ist es ja besser. Ihr könnt mich da gerne aufklären. Wir nennen das jetzt Super Improved Gameplay, weil wir jetzt natürlich absolut auf der Überholspur angelangt sind. Also. Funny Comment, Singing Comment, Loading Screen. Ja, wir singen natürlich. Können wir nicht. Wir müssen nur glücklich schauen. Wir können nichts anderes tun. Wir können dieses Mal gar nichts machen, weil wahrscheinlich einfach, weil wir zu viel Hunger haben und zu müde sind. Das habt ihr nämlich auch gesagt. Ich habe jetzt noch nicht mehr dran gedacht. Das tut mir sehr leid. Und deshalb ist das Video jetzt auch so unglaublich beschissen. Das sollte ich, glaube ich, gar nicht erst hochladen. Ja, wobei, ich kriege ja XP dafür, ne? Also machen wir das mal. Auch wenn es wirklich schlecht war. Publish. Und wir gehen jetzt direkt mal. Warum kriegst du keinen Haken? Wir gehen. Ach nee, wir sollten erst essen, ne? Weil wir verhungern gleich. Okay,
Okay. Ich habe letztes Mal gesagt, die Steuerung ist intuitiv, ne? Was zum Teufel hat mich da geritten? Nee, sie ist wirklich intuitiv. Meine Maus ist einfach nur beschissen. Die ist nicht schlecht, aber sobald es um Mausrad-Interaktion geht, ist sie so ein bisschen klobiger Stein-mäßig. So, wir gehen jetzt schlafen. Und wir können uns XP abstauben. 53 XP. Wir haben das zweite Level. Leute, ich sag euch, wir sind von der Villa nicht mehr weit entfernt. When you get a new level, you can unlock new light bulbs. Light bulbs? Wir können uns Glühbirnen kaufen? Für bessere Beleuchtung von der Webcam oder was? Skills? Videoclips? Skills vor allem. Ich will Skills. Ich will mehr machen können zu dem Video und nicht einfach nur wie so eine, weiß nicht, geschändete... Ja, okay, ich sollte das nicht sagen. Wie so eine unlustige Person auf dem Stuhl zu sitzen. Ah, many objects. Cool. Press your experience bar. Das ist mein Experience Bar, ne? Unlock. Marketing Friends unlocked. Cool! 4 neue Karten. Leute, übelst nice. Dann gehen wir auf jeden Fall direkt wieder zur Schule. Und werden dann natürlich direkt schauen, was uns das so bringt. Mit den neuen Sachen, die wir jetzt auf dem zweiten Level gelernt haben. So. Oh, das gab jetzt aber viel XP. Watch me play. Das kennen wir auch schon. Dann machen wir direkt mal eins. Uns geht's jetzt gut. Also wir müssten eigentlich genug Power haben, um ein gutes Video zu generieren. Und hier können wir aber immer noch nichts anderes machen. Okay. Es ist natürlich immer noch super improved. Also das ist jetzt ganz wichtiges Add-on, was bei keinem Spieletitel halt mehr fehlen darf. Was machen wir? Game Screen, you leveled up. Wir machen ein Singing Comment. Und was machen wir jetzt? Wir machen ein Off-Topic Comment. Und wir spielen noch mehr, oder? Oh. Warum machst du nur so kurze Videos? Ich will wissen, wie das... Ah, Add Title. Stimmt, da sind Effekte. Das habt ihr mir nämlich auch noch geschrieben. Oh, ich bin ja echt blöd, ne? Also, was ist ein softer Fokus? Also, wir machen hier einen Titel. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Was heißt denn das hier grün und hier, verstehe ich nicht. Okay, egal. Dann machen wir hier Soft Focus, hier Create Color. Und jetzt haben wir nämlich auch keine Rendering Points mehr. Dafür brauchen wir die also. Ah, okay. Cool. Cool, ich habe verstanden, wie man Videos editieren kann. Wenn das im realen Leben nur auch so wäre. Nee, ich konnte das ja zwischendurch mal. Aber ich verlerne sowas leider immer ganz schnell. Das ist auch dasselbe mit der Bildbearbeitung. Als ich meinen Kanalbanner gemacht habe und so, da habe ich mich ein kleines bisschen... Cool Greeting. Oh, wir sind jetzt cool. Sehr nice. Da habe ich mich ein bisschen... Ich habe es doch abgeloadet. Und wann habe ich meine Prüfung nochmal? Am 31. Alter, was hast du überhaupt für ein Handy? Schämst du dich nicht? Was zur Hölle? Übelster Nokia-Kasten. Work. Ja, arbeiten klingt gut. Und wir machen direkt mal hier 1 Milliarde Stunden. Zeitung austragen. Okay, wir sind einfach mal todmüde. Schön. Gehen daher direkt sleepy sleepen. Hm?
Okay, wir waren schlafen, dann gehen wir natürlich wieder lernen. Jeden Tag brav in die Schule. Genauso wie das Studentenleben natürlich ist. Also ich meine, jeder von uns Studenten geht jeden Tag in die Uni. Immer. Wir verpassen nie eine Vorlesung. Wir schauen nie auf den Wecker und denken so, fick dich Welt, fick dich. Okay, das haben wir also hinter uns. Dann zocken wir wieder. Kann man nicht mal irgendwas anderes machen? Irgendwie... Kann ich hier irgendwas mit Freunden interagieren? Ich weiß nicht mehr, wie das... Da. Kann ich irgendwie chatten mit Mohammed? Und bringt mir das irgendwas? Nee, irgendwie nicht, ne? Am 25. kommt ein neues Spiel raus. Ach, das kam schon raus. Am 26. Counter-Strike. Counter-Strike, geil. For Help PC. Wollen wir das dann mal vielleicht kaufen? Wie gehst du wieder weg? Scheiß Handy. Ah, da. Ist sie stolz auf uns? Ja, Mutter, was ist mit meiner scheiß Belohnung? Ich dachte, du kaufst mir jetzt ein Spiel oder sowas. Drückt sie mich einfach. Drückt sie mich einfach nur. Als ob sowas einen Wert hat. Also wirklich. Geht gar nicht. Ja, ich wollte jetzt gucken, ob wir uns nicht vielleicht ein Spielchen leisten können. Das neue Counter-Strike. Zum Beispiel. Help PC. Den haben wir ja, genau. Hallo, ich will Counter-Strike. Der ist da. Das hat aber irgendwie nur 4 Sterne. Ich check nicht. Kann ich das da kaufen? Ist das sinnvoll? Ja, komm, wir kaufen das jetzt einfach mal. Why not? Okay, sollen wir... Dann essen wir kurz was. Warum sind meine Subscriber unzufrieden? Ich habe doch das Spiel geupt, dachte ich. Oder habe ich das nicht gemacht? Sie ernährt sich wieder von Muttis fertig gekochtem Essen. Ein Dankeschön gibt es natürlich nicht. Wird eh überbewertet. Ich meine, sie hat sich ja dazu entschieden, mich in die Welt zu setzen. Und wir öffnen das natürlich. Und spielen das direkt mal an, ne? Oh, es füllt sich, Leute. Das Regal füllt sich. Wir können... Oh, nein. Das da will ich. Dankeschön. Wir können nach wie vor nur ein Gameplay machen. Und alles bleibt beim Alten. Das würde uns mehr geben, oder was? Upgrade. Wie viel kostet das Upgraden? Oh nee, das will ich nicht. Mach weg. Mach einfach das Video. Ich habe nämlich Angst, dass mich meine Subscribers betrügen und dass sie mir fremd gehen und dass sie mir irgendwelches Gemüse an den Kopf schmeißen. Warum machst du das Video nicht? Warum macht sie das nicht? Wie bist du? Was stimmt nicht mit dir, Mädchen? Leute, was stimmt nicht mit ihr? Ist da irgendwas kaputt? Nee. Hä? Ich check's nicht. Ja, dann gehe ich jetzt mal kurz eine Stunde arbeiten und guck dann, ob der Bug weg ist. Falls das ein Bug ist. Ich hoffe, dass es nur ein Bug ist. Okay, jetzt macht sie's. Okay. Ich habe das scheinbar irgendwie gerade pausiert, ohne es zu wissen. Ich weiß, das war jetzt nicht super improved, aber es ist ja wieder ein anderes Spiel. Wisst ihr? Game Intro Scene. Funny Comment.
Wir sind einigermaßen ausgeruht, also eigentlich sollten wir. Summary of the game. Happy expression. Also der Affe war die Summary. Na, dann machen wir das hier zuerst. Machen wir Title hier hin und dann machen wir noch. Create Color. Okay. Kann ich noch einen? Ja, geht tatsächlich. Habe ich ja vorhin schon gemacht, ne? Ich bin manchmal erstaunt über Dinge, die einfach nicht neu sind. Ja, so ist das, wenn man als junger Mensch an einer gewissen Form von Demenz erkrankt. Nein, darüber sollte man keine Witze machen, ne? Jetzt habe ich mich gerade in was verfangen. Also Leute, alle schön rewinden. Ich habe nichts gesagt. Wir müssen einkaufen. Intro with. Mensch, ich kann reden wieder, wie hieß er nochmal? We are all sitting in one boat. Nicht Otterkringer. Ich habe irgendwie nur das Bier im Kopf. Your grade on this month's final test is. Nur ein C, echt jetzt? Das ist schlecht. Ich dachte, wir waren genug studieren. Oh, guckt euch das. Ah. Habt ihr das gerade gesehen? Wir haben da eine kleine Liaison mit dem Reparaturmenschen dann am Start. Nice, nice. Okay, sie ist auch lustig. Ja, war nicht so gut, aber du kriegst jetzt trotzdem mal $25 von mir, weil, ja, hast halt immerhin bestanden, ne? Bist ja eh ein missratenes Kind. Von daher kann man nicht allzu viel erwarten. Herrlich. So Leute, wir machen jetzt mal einen Cut für diese Pause. Ich muss sagen, das Spiel macht mir dieses Mal wesentlich mehr Spaß als in der ersten Folge. Auch weil ich das Gefühl habe, ein bisschen etwas zu verstehen. Ich denke, ich werde das hier als Folge 1.1 kennzeichnen, weil es jetzt erst so richtig losgeht. Quasi die Super Improved Version, wie angekündigt. Und wir sehen uns wahrscheinlich, hoffentlich, wünsche ich mir alle gleich zur dritten Folge, beziehungsweise am nächsten Tag dann. Macht's gut und ciao, ciao.